Wenn ihr das Betriebsprofil erstellen, dann könnt ihr in dem Bereich, wo es jetzt blau ist, draufklicken. Ihr könnt eurem Betrieb den Namen geben. Die Region könnt ihr in diesem Filienger anklicken. Könnt ihr auswählen, in welcher Region ihr seid. Wenn ihr nach würdet verklicken, könnt ihr wieder draufklicken, das ändern. Ihr könnt hier den Kanton wählen. Die AHV-Abrechnungsnummer ist wichtig, dass ihr die eintragt und die würde es nachher bei der Lohnabrechnung übernehmen oder müsst ihr zwingend drauf haben. Mitgliedernummer vom Berner Bauernverband. Und hier fragt es nach, ob ihr global versichert seid. Und da kommt auch eine Globalversicherungsnummer rein. Überall, was sie Eis hat, da könnt ihr wenn ihr draufklicken oder es tut nach einer kurzen Information geben, wo dann wieder vergeht. Sprachregion, wo euer Betrieb sich befindet, welche Sprachkenntnis das die Familie hat, könnt ihr hier angeben. Ihr könnt auch etwas offen lassen. Wenn ihr zum Beispiel kein Englisch sprecht, könnt ihr das offen lassen. Produktionsart ist hier zum Wählen. Wenn ihr auf andere klickt, könnt ihr sagen, welche Produktionsart das ihr habt. Da ist auch wieder ein I. Da könnt ihr draufklicken, würdet ihr direkt auf eine andere Seite kommen, wo euch der Begriff ÖLM erklärt. Da tut nach Frage, ob ihr eine Milchproduktion habt. Wenn ihr sagt ja, könnt ihr hier auf das Feld klicken. Könnt ihr hier angeben, wenn ihr hinten auf das Trüegli geht, wie viele Kühe das ihr habt, die Milchproduktion hat. Ob weitere Tiere im Betrieb sind, tut sich auch dort immer die Menge angeben. Ihr könnt angeben. Hier ist die Betriebsfläche, Grösse zum Angeben und wie sich die zusammensetzt. Wald und dann Futterbau zum Beispiel. Wenn ihr jetzt Ackerbau würdet anklicken, dann tut es dann noch aufführen, in welchem Bereich. Wenn ihr Spezielles anklickt unten, könnt ihr dann das erläutern, was ihr Spezielles dort anbauen. Wenn ihr alles habt eingegeben, was euer Betrieb produzieren und wie sich es ausweisen, könnt ihr hier abspeichern.